Hallihallo, ich erkläre den Flow von heute Abend ganz langsam, dass er nachvollziehbar ist und ihr das nachher schön allein üben könnt. Nach dem Warm-up fangen wir an in einem Fersensitz. Die unteren Rippen von der Beckenkante weggezogen und die Hände vor das Herz. Einschnaufen. Ausschnaufen, die linke Hand ans rechte Knie, die rechte Hand hinter die, über die Schulter zurückschauen. Einschnaufen, führen kommen. Ausschnaufen, Seiten wechseln. Einschnaufen nach vorne. Ausschnaufen, Seiten wechseln. Einschnaufen nach vorne. Ausschnaufen, nochmal über die Schulter nach hinten schauen. Beim nächsten Mal einschnaufen, vorne bleiben. Hände nach vorne gleiten lassen in der Child's Pose. Einschnaufen. Aufgehoben, Arme über den Kopf nehmen. Und neben die Knie absetzen für eine Brettpose. Zentrum aktivieren, absinken lassen, bis auf den Boden. Einschnaufen, Brustbein zieht nach oben für die Kobra. Einschnaufen, ausschnaufen in den Hund, der nach unten schaut. Einschnaufen, kleines Sprüngli in die Mitte zwischen Hände und Füße. Balance mit Brustbeinen nach oben schwebt. Einschnaufen, ausschnaufen, entweder die Hände am Boden oder Hilfsmittel nehmen. Bein nach vorne. Absenken. Jetzt habe ich gerade einen Krampf gekriegt. Das kann passieren. Schnaufen, stütz dich nochmal ab. Jetzt mache ich das nicht so lange. Auf dieser Seite. Und schön, gerade wie ein Stock in der Stockhaltung. Einschnaufen, ausschnaufen, die Hüfte falten. In eine Vorbeuge. Einschnaufen. Über den Stock zurück in eine Pflug mit Schwung. Einschnaufen. Ausschnaufen. Führen schwingen. Bein auseinander. Grätschen und Zwischenbein falten, so weit wie es geht. Einschnaufen. Bootpose, aber Bein auseinander. Langsam zurück auf den Rücken. Kräftiges Zentrum. Bein zusammennehmen. Einschnaufen. Ausschnaufen. Füße Richtung Gesäß. Schulterbrücke. Gesäß nach oben. Schulter unten rein. Finger greifen. Einschnaufen, ausschnaufen, Schultern lösen. Abrollen. Knie Richtung Bauch, Richtung Brust und Schwung zum Aufsitzen. Ausschnaufen. Übrig. Auf die Knie, Rist ablegen, mit der Hüfte aufkommen. Und Schulter zurück in den Kamel. Ausschnaufen. Einschnaufen, ausschnaufen. Zurück in den Sitz. Arme über den Kopf. Hände vors Herz.
Zweite Runde. Einschnaufen. Hände vors Herz. Ausschnaufen. Rechte Hand zum linken Knie über. Schultern schauen. Einschnaufen. Ausschnaufen. Die andere Seite. Einschnaufen. Nochmal nach links. Einschnaufen. Einschnaufen, beim nächsten Mal vorne bleiben. Arme. Hände nach vorne gleiten lassen, Child's Pose. Einschnaufen. Arme nach oben hin. Hände neben die Knie für Brett. Absinken lassen. Wenn du machst Variante Hund, der nach oben schaut, land deine Nacken von einer Seite zur anderen den Kopf kreisen oder schwingen. Nächstes Mal in der Mitte zurück in den Hund, der nach unten schaut. Schnaufen. Mit dem Sprung zwischen den, in die Mitte zwischen dem Abstand von den Füßen zu den Händen. Schau zwischen den Händen. Komm auf deine Zehen. Find Balance. Einschnaufen. Brustbein schwebt nach oben. Steißbein nach unten. Hände auf den Boden. Oder Hilfsmittel. Da braucht es Bauchmuskeln. Einschnaufen. Ausschnaufen. Wenn du so viel Kraft hast, dass du kannst nochmal beide lupfen, kannst du das machen. Oder die eine um die andere. Und einschnaufen, lang werden. Und schnaufen, Paschimottanasana. Einschnaufen, zurück in den Pflugerrollen. Einschnaufen, ausschnaufen, führe mit gerätschten Beinen, sitzen. Einschnaufen, lang werden, Zentrum aktivieren. Hände kommen auf, Beine bleiben auf der Seite, langsam absinken. Lange Nacken. Ganz am Schluss, bevor du die Füße ablässt, Füße zusammen ablegen. Einschnaufen, ausschnaufen. Und Füße richtig Gesäß nehmen. Wir kommen in die Schulterbrücke, schieben das Becken nach oben, die Schultern nehmen wir unten rein. Schieben das Becken hoch. Einschnaufen, Nacken lang, das Gewicht ist auf der Schulter. Ausschnaufen, Schultern lösen. Wirbelsäule, Wirbel für Wirbel abrollen und zum Schwung Knie richtig Brustsäule und hochkommen. Gerade über die Rolle und Fersensitz von da aus gerade mit dem Becken hochkommen und Schultern zurücknehmen. Wenn du willst, kannst du auch die Fersen heben. Wichtig ist, dass Oberschenkel in einer Linie sind mit den Knien. Einschnaufen, ausschnaufen. Kommst nach vorne. Einschnaufen, Arme über den Kopf. Wenn du auch noch machst, kannst du noch mal machen. Ausschnaufen, einen Twist. Einschnaufen, ausschnaufen. Einschnaufen und Hände vors Herz. Das ist unser kleiner Flow für heute Abend. Und weil es ein Flow ist, soll es natürlich auch richtig flowig zu und her gehen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Also sagen wir so, es ist ja nicht das Schaffen. Wenn du nicht mehr weißt, was kommt,
Dann mach einfach deine Variante. Es geht hinteri und vorne, hinteri rauf, vorne und nachher noch das Kamel. Du bist oben rein und aus.
bin warm. Und du? Viel Spaß. Kannst du mir ja mal melden, ob es dir passt so. Also.